Vers 35. Er ist ein nicht-duales Wesen, da zwischen der Energie und ihrem Besitzer kein Unterschied besteht. Bei seinem Schöpfungswerk von Millionen von Welten bleibt seine Energie untrennbar mit ihm verbunden. Alle Universen existieren in ihm und er ist in seiner ganzen Fülle in jedem Einzelnen der überall im Universum verstreuten Atome zur selben Zeit gegenwärtig. Solche Art ist der urerste Herr, den ich bewundere und verehre. Erläuterung: Krishna ist das höchste aller Wesen. In ihm befindet sich eine Entität, die Chit, spirituell, genannt wird und die sich vom Prinzip der Begrenzung der materiellen Natur unterscheidet. Durch seine unbegreifliche Macht kann er nach Belieben zahllose Universen erschaffen. Alle weltlichen Universen verdanken ihren Ursprung der Umwandlung seiner äußeren Energie. Sein Reich jedoch befindet sich jenseits menschlicher Vorstellung, da alle Welten, die Begrenzten und die Spirituellen, Chit, in ihm existieren und er gleichzeitig in seiner ganzen Fülle und Gesamtheit in allen Atomen, in allen Welten gegenwärtig ist. Allgegenwart ist nur ein lokaler Aspekt der Pracht und Herrlichkeit Krishnas, des Herrn aller Dinge. Obwohl er alldurchdringend ist, macht seine allgegenwärtige Existenz in mittelgroßer Gestalt seine jenseits des menschlichen Begriffsvermögens liegende spirituelle Herrschaft aus. Dieses Argument spricht für die Lehre des gleichzeitigen, unbegreiflichen Verschiedens und Nichtverschiedenseins und bringt die verunreinigende Mayavad-Doktrin sowie andere verwandte Thesen zu Fall.